La journée Safe for Internet Day, donc c'est une journée qui est coordonnée par le réseau INSEF, donc le réseau de centres de sensibilisation au niveau européen, mais qui maintenant est devenue une journée qui est célébrée à travers le monde entier. Donc cette année, il y a 70 pays qui participent. On demande toujours aux enfants qu'est-ce que vous faites sur Internet. La première réponse est toujours Facebook. Et les enfants vont sur Internet de plus en plus jeunes. On dit autour de 7 ans, c'est probablement maintenant, même cette année, encore plus jeune. Et si on écrit bas ou non correctement, voilà les résultats qu'on peut obtenir. Et là, vous voyez que les images deviennent un peu plus explicites, je dirais. On peut aussi accéder à des contenus illégaux, à des contenus pornographiques avec le smartphone. Allez une fois sur Internet, allez sur le site google.lu, activez le site du Luxembourg et puis entrez votre nom et votre prénom sur le site et vous allez savoir ce que l'Internet sait déjà de vous. Von den alten Daten auf Facebook setzt, kann ich wirklich Plattform Facebook vertrauen, da sein Frühling sich dann stellen muss. Eigentlich müssen Privatsphären-Erstellungen Öffentlichkeits-Erstellungen heischen, weil das nicht anders ist wie da. Das tut ganz wenig nach Privatsphäre zu dienen. Die Theorie Spruch war bis secure gemacht. Einmal im Netz, immer im Netz. Und das stimmt so auch. Der Mensch ist furchtbar neugierig. Aber wenn du etwas hast, was du wirklich willst gucken, dann musst du alles für dich machen. Auch den Antivirus ausschalten. Ein Beispiel von einem Jungen, von 12 Jahren, der wollte Call of Duty Black Ops kaufen. Natürlich Gewaltspiel, Kriegsspiel, Klassifikation ab 18. Der Verkäufer hat so viel Verantwortung bewiesen und hat gesagt, nee, mein Junge, ich verkaufe dir das Spiel nicht, du hast recht 12 Jahre. Oder sagst du, Pop, komm, das Spiel für seinen Jungen gekauft, ihm hat geschenkt und sehr viel gehabt. Jetzt sollen sie sich nicht als Eltern da ausschmieren lassen mit dem Trick, all die guten Spieler, die sind ab 18 oder es gibt kein Spieler. Das stimmt nicht. Statistisch gesehen, von allen Spielern, die so rauskommen, kriegen 5% von den Spielern eine Klassifikation ab 18. Ich kann vielleicht nur 82-Jährige, die besser mit dem Internet eins gibt wie verschiedene 13-Jährige, denen dann entweder egal ist oder die einfach noch nicht so viel darüber nachgedacht haben. Ich habe einen Avantage, dass bei den 82-Jährigen, da kann das Internet verschwanden. Die wissen, was das ist, wenn kein Internet da ist. Wir früher ein Foto hochladen gewollt hätten, dann hat man aber 3D dabei gesehen, so plus minus. Heute geht das aber effektiv viel mehr sehr. Das ist die heute mehr Möglichkeiten für viel mehr sehr, viel mehr Inhalte mit anderen Leuten zu teilen, wie wir das haben. Das geht mir einfach. Aber das ist mir einfach, bei denen sich man froh stellt. Leute, die eine kriminelle Energie haben, haben am Internet immens viele Möglichkeiten. Für die Lisa Stopline, Sachen, die ihn doch kann melden, als illegal, eben Child Abuse Images, also Bilder von Missbrauch von Kanner, Rassismus, Revisionismus an Diskrimination, an Terrorismus, also Opruf von Terrorismus. Also mit guten 600 Signalementen am Bereich Pornografie, am Jahr 133 weitergehen. 2010 wohnt 178, und letztes Jahr hatten wir am ganzen Mann Signalemente, und da wohnt 47. Wenn in Freier hält, wo der Computer nicht ging, ich meine, du hättest schon geschwäst, wenn du mit den Bildern über die Grenze gefahren hast, und du hättest dir als ein Männerland mitgebracht, respektive du hättest mal für dich müssen herausfinden, wovon diese Bilder. Wir haben das extrem einfach mit den Sichtmaschinen, mit den Chatten, ehe sie die Männer nicht an. Das ist immens einfach. Und dafür die Zoll, die geht wirklich an die Jahren immer mehr an die Lut. Fotos, die du an der Vakanz von ihrer Kanne holt, mal nicht auf der Plage, einfach beim Spielen, auf der Klunsch oder so, es gehen Sitten, wo da quasi eine Zusammenstellung hat von immer so Fotos. Ein Pädophile braucht nicht unbedingt Genitalien von einem Kant. Ein Pädophile funktioniert über seinen Film am Kap. Mit kann natürlich Jury so eine Schuhe eigentlich nicht gemacht, ich habe schon just Bilder geguckt. Das kann ich machen, just das Problem aus dem, dass das auch strafbar ist, Bilder zu gucken. Dadurch, dass ihn sie guckt und dadurch, dass viele Leute sie gucken, gehen da auch immer mehr produziert. Am Großteil von den Fällen sind so, dass die Leute das schon ob sich gehen, dass es echt rar ist, dass ihnen durch Zufall ob so etwas fällt. Das ist normal, dass ein Unheld ist jetzt nach ihm, wie soll mich gesehen? Kann ich okay mich rausfinden? Ich weiß kein, wen habe ich an dem Computer. Das ist einfach ein Trugschluss von den Leuten. Wir machen einen Sisyphus-Arbeit, ja? Mit all Foto, all Bild, all Film, wo wir können dazu beitragen, dass ein Do, wo ein Ass verschwindet,
so und ich haben etwas gemacht und da sind wir auch an dem sind den Opfer schuldig. It's most often a man abusing. The majority do know the victim. I would say the majority are the father or the partner of the mother or some legal guardian of a form. Sobald wir wissen, wie ich das, dann schalte denke ich mir, dann stimmt man da. Von dem Moment du gebe ich auch so, wer Schluss. Dann kann man alt Material sichern und dann war es die Beweise zu sichern, dass es zu einer Uklug hat.